der Ball kommt flach herein. Er versucht's. Sie haben sich eine Menge vorgenommen, das sieht man, aber in diesen ersten Minuten läuft es vorne noch nicht so richtig rund. Juan Manuel Diaz. Mertens. Langer Ball in den freien Raum. Er ist bei. Er wird hier hervorragend bedient. Wo ist die Passlücke? Es gibt keine Passlücke, also lupft er den Ball zu seinem Mitspieler. Aber der macht ihn nicht rein. Ja, das macht er gut. Mit viel Erfahrung. Ganz abgebrüht. Der Ball kommt durch. Nutzt er seine Möglichkeit. Nee, hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Cristiano Ronaldo. Er steckt ihn durch. Gefahr fürs Tor. Der Ball ist im Netz. Jetzt kommt der nötige Ausgleich. Was sagst du zu diesem Tor, Hansi Küpper? Ein Blick auf seine Trefferquote reicht, um zu wissen, wenn dieser Mann die Chance bekommt, dann knipst er. Wir sind auf Remikus. Das ist ein richtig enges Spiel und spätestens seit diesem Ausgleich wissen wir, das ist ein Spiel mit Open End. Cristiano Ronaldo schießt. Oh mein Gott, wäre das richtig Feuer geworden. Den Ball hat er klasse erobert. Die gegnerische Abwehr allerdings, die hat es ihm auch ganz schön leicht gemacht. Nichtsdestotrotz eine schöne Aktion. Mertens. Vidal. Er versucht ihn da durchzuspielen. Versucht die Gasse zu finden. Gut nachgesetzt. Und bitte. Da tappt er sich durch. Ein Schuss aufs Tor. Und noch ein Versuch. Ein super Tor. Die wichtige Führung. Ist das sowas wie die Vorentscheidung? It's up to you, Hansi. Was hältst du von diesem Tor? Ich bin mir ganz sicher, er selbst versteht die Welt nicht mehr. Wie kann ich denn hier direkt vor dem gegnerischen Tor so viel Freiheit, praktisch alle Freiheit der Welt haben? Unerklärlich. Jetzt sind sie vorne. Er zieht aufs Tor. Er sitzt. Der Abstand vergrößert sich. Das war wichtig. Tevez in Ballbesitz. Und wenn der die Kugel hat, dann herrscht Alarmstufe Rot. Dann macht er mit dem Ball und mit dem Gegner, was er will. So wie hier. Und er macht das Tor. Und in einer Zwei-Tore-Führung geht es jetzt weiter. Ich biete Wetten an. Das ist schon die Entscheidung. Das reicht zum Sieg. Wer dagegen halten möchte, soll sich melden. Ja, mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Der Gedanke war der richtige, aber die Ausführung war schlecht. So darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. Das sieht alles ganz nett aus, aber nach vorne passiert halt nichts. Cristiano Ronaldo. Robin. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Tevez hat alles getan, um noch an den Ball ranzukommen. Nur verarbeiten konnte er ihn nicht. Und er macht sich den Weg frei. Irgendwie haben sie es geschafft, ungeschoren davon zu kommen. Freunde, das ist ja gemeingefährlich. Christian Theo. Ein langer Ball über die Abwehr. David Luiz. Piqué. Er versucht, die Breite des Platzes zu nutzen. Vidal. Jetzt aber! Und jetzt versucht er's. Er trifft!
Tor ganz kurz vor der Halbzeit. Das war wohl einer der stärksten Schüsse, die wir bisher zu sehen bekommen haben. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Und damit brauchen sie nur noch eins. Na also, sie sind wieder dran, sie sind wieder zurück im Geschäft. Die Falle bleibt unten. Da treibt er den Ball weit vor. Durch die Abwehr. Da ist die Chance. Eiskalt verwandelt. Ganz starke Leistung, und wenn du mich fragst, wer wird das Ding hier am Ende gewinnen, dann ist im Moment Tendenz diese Mannschaft. Was soll man dazu noch sagen? Klasse! Und mit dem Pausenpfiff des Unparteiischen gehen wir jetzt in die Pause. Damit auf geht's in die zweite Hälfte. Juan Manuel Diaz. Er steckt ihn durch. Sergio Ramos. Spielt das Ding lang. Ein langer Ball nach vorn. Sie schlagen ihn nach vorn. Der ist schön durchgekommen. Versucht die Gasse zu finden. Und er kommt durch. Er versucht ihn da durchzuspielen. Gutes Stellungsspiel, gut geklärt. Robin. Er steckt ihn durch. Ah, er kommt durch. Gespielt. Cristiano Ronaldo. Der kommt richtig lang. Rausgeschlagen. Der Ball kommt durch. Ach, er läuft ins Abseits. Oh, richtig schade, dass er da so früh gestartet ist. Der Spielaufbau, der war herrlich anzusehen. Carlos Bacca. Er versucht es alleine. Jetzt springt er mit dem Ball nach vorne. Mertens. Juan Manuel Diaz. Es sieht gut aus. Vidal. Er schlägt ihn nach vorne. Versucht die Gasse zu finden. Das war wichtig, dass er dazwischen ist. Sonst wäre es brandgefährlich geworden. Ja, und jetzt gibt es in der Tat die Chance, mal den ein oder anderen zu bringen. Der Trainer hat doch gar nicht gewechselt heute. Das muss was werden. Mario Götze. Vidal. Christian Theo. Das sieht alles ganz nett aus, aber nach vorne passiert halt nichts. Vidal. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Den muss er machen. Tebas. Er hat auf den Pass gewartet und ist schön da reingelaufen, aber das war's dann auch schon. Macho. Toni Kroos. Carlos Bacca.
Jetzt ist Übersicht gefragt. Er kriegt er den Ball. David Luiz. Sergio Ramos. Ein langer Ball. Eine gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe. Ein langer Ball nach vorn. Er zieht in Richtung Tor. Durch die Abwehr. Nee, die Fahne ist oben. War wohl knappes Abseits. Tor. Er geht in Richtung Strafraum. Das gegnerische Team macht richtig Alarm, aber er kann die Situation lösen. Das könnte was werden. Eto dribbelt aufs Tor zu. Da ist die Chance. Den Pass abgefangen. Yaya Touré. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Das könnte was werden. Mario Götze. Ah, er lupft den Ball über den Torwart, der Schlingel. Ein Traumtor. Das ist ein echter Leckerbissen für alle Fußballfreunde. Sie haben zurück in dieses Spiel gefunden. Und wie? Und wie? Da reißt er noch die Arme in die Höhe, aber der Torwart hatte keine Chance bei diesem Lupfer. Das ist die Führung. Das ist ja nicht das erste Mal. Wenn er so eine Chance bekommt, dann ist er schlicht und einfach Mr. Zuverlässig. Jetzt sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Sie können die Ziellinie bereits riechen. Das Ding vor. Juan Manuel Diaz. Und die Tür ist offen. Der Pass kam genau richtig. Ein ganz langer Pass, trotzdem in den Fuß. Das war keine Abseitsposition. Das war die Großchance. Und die lässt er liegen. So, mal sehen, was sie daraus machen. Super Aktion des Torhüters, aber jetzt müssen sie alle wachsam bleiben, es gibt Eckball. Ich kann den Keeper verstehen, ganz ehrlich, die da vorne stehen komplett neben sich. Da regt er sich völlig zurecht auf. Ja, wo war denn die Hintermannschaft? Warum macht da keiner die Räume zu? Ah, er kommt durch. Das ist ein langer Ball. Führen es selbst.